Liebe Mitbrüder im Priesteramt, liebe Schwestern und Brüder hier in der Katharinenkapelle unseres Priesterseminars Leopoldinum und alle, die über die Medien jetzt mit uns verbunden sind, mit uns feiern. Sind wir Katholiken eigentlich noch normal? Entschuldigen Sie diese Frage am Anfang, aber angesichts dessen, was wir heute in den Lesungen gehört haben, da stellt sich diese Frage wirklich. Wenn wir anschauen, was heutzutage in der Gesellschaft zur Normalität erhoben wird, dann müssen wir die Frage, ob wir Katholiken noch normal sind, eigentlich verneinen. Wir sind nicht normal, weil wir uns diesen verschiedensten Normen der heutigen Gesellschaft in mannigfaltigen Bereichen nicht mehr unterwerfen können. Ellbogenmentalität, um weiter vorwärts zu kommen, Egoismus, kurzsichtige Schau auf den eigenen Vorteil, Verabsolutierung so mancher kapitalistischer Forderungen, zugrunde richten auch jedweder ethischer oder moralischer Grundanforderungen und so weiter und so weiter. Das wird alles heutzutage oftmals dann zur Gesellschaftsnorm erklärt und so manche der staatlichen Medien, die tun ja übrigens dazu, dass diese Normen dann auch gezeigt werden. Lang und breit wird darüber berichtet. Unser Herr Jesus Christus ist einen anderen Weg gegangen. In den Seligpreisungen, die wir heute gehört haben, da sind es gerade nicht die Erfolgreichen und die Mächtigen. Da sind es nicht jene, die sich durch Skrupellosigkeit hinaufgearbeitet haben. Nicht jene, die auf den roten Teppichen der Welt unter Blitzlichtgewitter mit Glanz und Glamour über die Bildschirme flimmern. In den Seligpreisungen sind es nicht jene, wie man heute so schön sagt, auf den Siegerstraßen dieser Welt unterwegs sind. Nicht jene, die durch Lüge oder Betrug an die Macht gekommen sind, nicht jene, denen kein Mittel zu mies oder zu niedrig war, um den Gegner auszustechen, um selber dann voranzukommen. In den Seligpreisungen sind es auch nicht jene, die meinen, dass Hass, Gewalt oder Waffen gerechtfertigte Mittel auf dieser Welt sind, um einen Vorteil zu verschaffen. Christus preist die Friedfertigen, die Armen, die Verfolgten, die Verleumdeten. Aber Achtung, ist das Christentum eine Religion der Verlierer, der Duckmäuser, der Unterdrückten? Ist es vielleicht nur ein Tröstungsmodell für alle Versager auf dieser Welt, die es zu nichts gebracht haben? Keineswegs. Aber es ist eine Offenbarungsreligion, weil die Wahrheit über Gott dieser Welt enthüllt werden soll. Nicht jene Pseudo-Wahrheiten, nicht jene defizitären Aussagen über Gott, wie wir sie oft heute kennen, diese Vermengung oft östlicher Religionsanschauung und westlicher Bequemlichkeit, so ein Mix von Sektenideologie und selbstgestricktem Hausgötzentum. Die Wahrheit über Gott, der die Liebe ist, schaut ganz anders aus. Aber wie können wir zu dieser Wahrheit vordringen? Wie können wir sozusagen diesen Schleier wegreißen, den unsere Welt, unsere Gesellschaft oftmals über diese Wahrheit darüber legt, wo viel ganz anderes zur Norm erklärt wird, wo anderes richtig erklärt wird? Wie können wir umgekehrt auch dieser Welt dann diese Wahrheit über Gott auch wieder neu näher bringen? Sicher nicht, so müsste ich sagen, wenn wir weiterhin, wie es uns als Katholiken oftmals so perfekt gelingt, neben den Schuhen gehen. Zur Halbschuh-Christentum. Das ist nämlich genauso zum Scheitern verurteilt oder in die Katastrophe führend, wie wenn man irgendeinen Berg erklimmen würde und dabei Badeschlapfen anhat oder für jene, die nicht der österreichischen Zunge mächtig sind, Flipflops heißt das heute ganz modern. Gehen Sie mit Flipflop auf einen Berg, spätestens nach dem dritten Schritt haben Sie blutige Zehen. Oder sie liegen in der nächsten Schlucht. Wir machen das als Katholiken oft so. Wir gehen im falschen Schuhwerk sozusagen. Wir versuchen anstatt dieser einen wahren und richtigen Frage, um die es eigentlich geht, dieser Frage nach Gott, uns mit so manchen Seiten- und Randthemen aufzuhalten. Diese heißen Eisen, die in der Kirche gehandelt werden, alle verschiedenen, die immer wieder aufgekocht werden, Strukturfragen, die oftmals dann genau alles andere, worum es eigentlich gehen sollte, überlagert. Aber wir brauchen gar nicht anzufangen,
uns über Zölibat oder Frauenpriestertum oder wie immer diese Themen heißen mögen, den Kopf zu zerbrechen, wenn wir uns nicht vorher klar die Frage nach Gott gestellt haben. Wer ist denn dieser Herr und Gott? Wie nimmt er uns an? Du hast uns in deine Hand geschrieben, haben wir heute gesungen am Anfang. Zitat aus der Heiligen Schrift. Im 2. Korintherbrief, da hören wir diesen, so könnte ich sagen, aufrüttelnden Lobpreis über Gott. Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Das ist das Handwerkszeug, das uns da heute geschenkt wurde, um diese Botschaft auch glaubhaft zu vermitteln. Dieses Handwerkzeug, das uns zeigt, du wirst von Gott auf eine Art und Weise getröstet und bestärkt, dass du selber hinausgehen kannst und den Menschen diese Wahrheit über Gott erzählen kannst und nicht nur darüber reden kannst, sondern es auch so tun kannst, so leben kannst, dass die Menschen dich nach ihm fragen, dass die Menschen wieder lernen, die richtigen Fragen zu stellen, auch in der Sattheit unserer Zeit, auch dort, wo uns so vieles über die Medien oftmals präsentiert wird und keiner mehr danach fragt, ob das richtig ist, ob das wahr ist. Und vor allem, ob es gut ist für das eigene Leben und für das eigene Fortkommen. Wenn wir durch unser Leben, und das Leben des Katholiken spielt sich eben nicht auf den roten Teppichen und unter Blitzlichtgewitter der Aderbei-Reporter ab. Wenn wir durch unser Leben bezeugen, was uns von Gott geschenkt wurde, dann wird diese Grundbotschaft, dass Gott der Liebende ist, die Liebe, dann wird diese Grundbotschaft wieder neu und kraftvoll in unserer Welt erklingen. Und dann wird diese grundlegende Botschaft die Herzen auch all jener trösten können, die in der einen oder anderen Art und Weise auf der Schattenseite dieses Lebens stehen. Dann wird diese Grundbotschaft von einem barmherzigen und liebenden Gott, der uns in Jesus Christus auf ganz einzigartige Weise begegnet ist, und der uns immer wieder neu begegnet in seiner Kirche, im Wort und im Sakrament der Eucharistie, dann wird diese Grundbotschaft den Menschen wieder neu auch Mut machen. Mut machen zum Frieden, Mut zur Gewaltlosigkeit, Mut auch wirklich ein reines Herz zu bewahren in all dem Schmutz und den Abgründen unserer Tage. Mut auch dann für Frieden und für Gerechtigkeit einzutreten, auch für Gott und für seine Kirche, wo der säkulare Gegenwind sehr hart und rau ins Gesicht schlägt. Ich stelle die Frage noch einmal, sind wir Katholiken normal? Ja, wenn wir diese Normen von Gott abnehmen sozusagen, wenn wir sehen, wo diese richtige und wahre Norm für uns auch wirklich da ist und wie wir sie dann in unserem Leben umsetzen können, und dann sind wir im höchsten Maße normal. Auch wenn wir, so wie jetzt hier, fast schon in einem Backofen sitzen, denn unsere Katharinenkapelle versteht es, sich in diesen warmen Sommertagen schön aufzuheizen. Und wenn Sie vorher da die Nummer 39 auf der Tafel gesehen haben, dann war das zwar unser Antwortgesang, aber das wird so ziemlich mit der Temperatur hier innen zusammenstimmen. Und trotzdem sind wir normal, dass wir diese Stunde miteinander und mit dem Herrn verbringen, dass wir auf ihn hören, dass wir ihm begegnen. Er ist es, der uns tröstet in aller Not. Das sagt Paulus. Und wir dürfen darum beten, dass diese Hoffnung auf ihn in unserem Herzen unerschütterlich wird. Amen.